sehr zufrieden, wie die Mannschaft alles durchgezogen hat, mit welchem Elan und mit welcher Dynamik und Begeisterung und Freude dann eben auch hier gearbeitet wurde. Also gute Grundlage gelegt. Ja, ich glaube, sehr wichtig, dass wir nochmal zwei Spiele haben, weil eben die Rückmeldung dann kommen wird. Das ist doch was anderes, wenn du gegen europäische Top-Gegner spielst, als so eine Simulation hier im Training im 6 gegen 6. Wir konnten jetzt eine Woche unter optimalen Bedingungen trainieren. Es waren eigentlich alle Spielerinnen fit und einsatzbereit. Und wenn man an die letzten Jahre zurückdenkt, gab es immer wieder, gut, Corona war immer ein Thema, es waren nicht alle da, es war noch jemand angeschlagen. Wir hatten kein Drei-Länder-Turnier als Vorbereitung. Also die Rahmenbedingungen sind dieses Jahr wirklich optimal, um uns optimal auf die EM vorzubereiten. Von daher können wir nicht sagen, dass es dann daran gelegen hat und können jetzt optimistisch sein, das Vorbereitungsturnier noch starten. Ich glaube schon, dass das etwas Besonderes ist, wenn man so in sein zweites Heimatland, will ich jetzt fast schon sagen, oder da, wo man halt aktuell lebt und wohnt, zurückkehrt. Dann natürlich im Team Ungarn vor allen Dingen, natürlich viele meiner Vereinskolleginnen auch spielen. Dementsprechend ist es schon eine besondere Begegnung, wenn man sich sonst tagtäglich im Vereinstraining irgendwie gegenübersteht oder sonst gemeinsam auf der Platte und dann eben in unterschiedlichen Nationalmannschaftstrikots. Das wird, glaube ich, schon eine coole Partie.